Опа, 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 появился, смотри. Die Welt jagt virtuelle Monster, auch in Russland, aber inoffiziell. Obwohl es das Smartphone-Spiel offiziell noch gar nicht gibt, sollen jetzt schon etwa 1 Million Russen Pokémon Go spielen. Einer von ihnen ist Anton Katschura aus der sibirischen Stadt Omsk. Der Hype war tatsächlich riesig. In meinem Umfeld haben praktisch alle gespielt. Auf der Straße konnte man beobachten, wie Leute spielen und sich immer mehr damit beschäftigen. Sie waren sehr freundschaftlich, halfen einander und erklärten sich das Spiel. Warum die Pokémon-App noch nicht offiziell auf dem Markt ist, darüber wird wild spekuliert. Im Raum stehen Serverprobleme und Bedenken der Regierung gegen das Spiel. Denn nicht jeder hat etwas dafür übrig. So warnen Kirche und Politik vor schädlichen Einflüssen. Inwieweit das Spielen von Pokémon Go sogar psychische Schäden mit sich bringt, das will die russische Aufsichtsbehörde für Konsumentenschutz jetzt prüfen lassen. Das Staatsfernsehen berichtet von hohen Geldstrafen oder sogar Gefängnis für die Gamer. Denn nach offiziellem Recht ist das Jagen von Pokémons tabu bei Wahlen und in Grenznähe oder in Kirchen und auf Friedhöfen. Etwas ganz Eigenes zum Hype hat sich die Stadt Moskau ausgedacht. Sie bringt ihren eigenen Pokémon-Abklatsch raus als Werbung. Analog zu Pokémon Go macht sich der Spieler im echten Leben auf die Suche, jedoch nicht nach Pikachu und Co. Gesucht werden Persönlichkeiten wie Lomonossow, Tschaikowski oder Gagarin. Pokémon Go ist also schon vor dem offiziellen Start in Russland bei den Gamern angekommen. In Jekaterinburg sogar in Stein. Hier wurde der Pokéball als Streetart verewigt.